Yo, meine lieben Zockfreunde, hier bin ich wieder. Zwar nicht mit einem LP, aber mit meinem Special. Es ist zwar jetzt nicht so was Tolles, aber ich habe ein Splinter Cell Flash-Spiel im Internet gefunden. Und da das Ganze in Englisch ist, habe ich mir auch Unterstützung besorgt von dem guten Bursi. Hallo Freunde! Ja, Ja, hallo, nicht. herzlich willkommen. Ja, Ja. Zocki, dann sollen wir starten? Ja, dann les mal vor, was steht denn da? Weil du weißt ja, Ja. ich bin nicht so gut in Englisch. Okay, du hast eine Incoming Offset Transmission, okay, du hast eine Übertragung und da steht drin: Foreigner's last most successful mission, a member of the third Eklund has been out celebrating with his mates. Also soll ich das jetzt auch übersetzen? Ja, ich Oh. bitte darum. Oh. Okay. Ich weiß, uns werden Tausende von Leuten zuhören und ich weiß, dass die Hälfte davon sagen wird: Ey, das ist voll falsch übersetzt, Mann. Egal. Also, Nur nach dafür der habe ich dich letzten. eingeladen. Ja? Nein, Ja? Spaß. Ja, ich weiß, ich werde wieder gemobbt. Also, nach der letzten erfolgreichen Mission hat ein Mitglied von Third Echelon raus gewesen und hat mit seinen Kumpels gefeiert. Ich meine, macht Sinn, klar. Ne? Okay. So, ja, Curfew. Was heißt Curfew zum Beispiel? Verstehst du? Also wir sagen mal so, da steht drin, du musst jetzt die Mission starten und alle abknallen. So. Alles klar, dann Ja. starten wir mal. Also, ich glaube nicht, dass das da drin steht, aber fangen wir einfach mal an. Es ist nämlich nicht so. Ich habe vorher mal ein bisschen reingezockt und ich glaube einfach, dass der gute Sam auf einer Party war und jetzt total besoffen wieder sein Bett finden muss. Wenn wir ihn hier auch so hören, so, ich weiß nicht, ob du ihn jetzt gerade gehört hast. Das stöhnt auch hier so. Ach ja, stimmt, da stand hier von wegen, muss zurück in seinem Bett mit der Sleeping Girlfriend-Ding. Genau, er Ja, möchte ja, mit ja. seiner Freundin natürlich ein kleines Schäferstündchen halten. Und Schrägstrich ein Buch lesen, ja. ja, genau. Und dafür gibt es einen Button und das ist die Space-Taste, also die Leertaste. Und da packen wir uns dann gleich mal unser Gewehr hier aus. Und was machen wir? Splinter Cell-like? Wir schießen das Licht aus, Zocki! Bam! Und Boah, was das ne ist Anima. es. Oh mein Gott. Und jetzt geht's richtig ab. Jetzt setzen wir unsere Augenbrille auf, unsere Sam Fisher Augenbrille und schleichen uns an die Haustür. Jetzt sind wir an der Haustür und jetzt können wir wählen zwischen, ich denke mal, Lauf im Gras und Lauf auf Den dem Weg. Weg. Ja, ich lauf auf dem Gras. Warte, ist Gras lauter? Oh mein Gott. Nein, Gras ist leiser, also ich weiß nicht. Ja, jetzt sind wir schon vor der Tür und wir merken, die Tür ist zu und wahrscheinlich haben wir auch keinen Schlüssel dabei, ne? Das heißt, wir müssen unseren Kollegen Dietrich nehmen. Genau. Oh mein Gott. Ey, Und du verarschst uns doch alle. Das ist doch Crysis 2, Mann. das ist doch ultra geile Grafik hier. Okay, die Tür ist offen. Open the door, bitch. Und Wow. wir sind hier in einem Raum und können uns umgucken. Was Der Alarm. ist das? Alarmanlage. Die müssen wir jetzt. Was steht da? Oh, damn. Ja, los. Fang an. Sie hatten den Code auf ein Papier geschrieben. Left in the hallway, links. Irgendwo ist ein Papierstück links. Ah Das ja, ist. da Ah, sehe sehe ich es was. verkehrt rum. Ja, und Enter Alarm. Nein, Scope natürlich, oder? Ja. Und. Wow. 1490E? Was? Alles klar, 1490E ist der PIN und ich lasse auch immer meinen PIN an der Tür kleben, damit jeder, der reinkommt, die Alarmanlage ausschalten kann. Äußerst Richtig. originell. Wobei ich glaube, dass E Enter heißt, oder? 90 Enter. 1490E. Bam-a-lam! Und aus ist sie. Hihi. A message on the awesome phone. Nein. Falsch, ich kann kein Englisch. Ich Guck denke mal, die mal. Zettel, die da oben kleben. Voll lustig. Ach du. Shopping List. Ja? Ja? Da steht, denk gar nicht mal daran, ins Bett zu kommen nach 11. Okay. Und was? Shopping List? Tee Box? Was? Eine Boxershort? Teabags, Oder? Teebeutel. Ah, ein Teebeutel. Eine Milch? Ja. Ein Bild? Oder was? Pint Joghurt? Vier Joghurts? Mein Ja. Gott, Sam ernährt sich von Joghurts
Und was ist das? Ja, das ist so witzig. Lightbulbs sind Glühbirnen. Das ist klar, ja. Na. Dann hören wir mal unseren Anrufsbeantworter ab. Ja. Oh yeah. Sam wahrscheinlich wie er in den Anrufsbeantworter reingerülpst hat. So. Deswegen auch hier, du brauchst gar nicht vor 11 Uhr ins Bett kommen, ne? Genau ja. So war es, genau so. Also das war doch jetzt der Sound aus dem Spiel, Mensch. Nicht ganz, der hat so... aber es ging schon ab, auf jeden Fall. Jetzt können wir natürlich unsere Lampen snipern. Ups, ups, jetzt sind wir rausgegangen. Huch. Das war jetzt nicht so toll, die Aufnahme ist rausgegangen. Ja, ja, egal. Jetzt können wir unsere Lampen snipern. So, Nummer 1. Nummer 2. Ich meine, das hört die Freundin auch gar nicht. Nummer 3. Wir haben einen Schalldämpfer drauf, ne? Ja, wir haben Schalldämpfer. Und die Kugel ist fuck! Was? Ich habe einfach so geschossen, jetzt hat der Hund gebellt. Oh. Er schießt den Hund. Nein, ich sehe den Hund aber nicht. Also, okay, damn, wir haben ja die Vision drinne, alles klar. Und dann gehen wir mal die Treppen hoch. Wow. Unsere Freundin hat eine Stolperfalle hier hingebaut. Die will wohl hören, wenn wir kommen, dann cutten wir... Das, ich hoffe, das ist richtig, ne? Ja, ja, ja. Ja, ich denke mal. Also, cutten wir, ja. Ja, du kannst ja jetzt nicht weiterlaufen, ne? Naja, wer sonst macht's bumm die bumm und sie wird wach. So, jetzt sind wir im Badezimmer. Und was machen wir im Badezimmer? Liegen da getragene Schlüpfer von ihr? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir unsere Zähne putzen oder so. Ach nein, wir müssen die Toilette benutzen. Oh mein Gott, du willst... Boah, wenn der jetzt kotzt, ne? Wir urinieren jetzt, denke ich. Ich habe nämlich gerade gehört und das hat sich so angehört wie der Hosenstall, ne? Und dann urinieren wir mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh fuck! Wir pissen neben das Klo, nicht in das Klo. Oh, voll auf den Duschvorhang. Halt das doch mal da drauf! Ja, der Eimer ist aber auch gut. Gut. Jetzt glaube ich, gleich haben wir es geschafft. Ey, das geht immer weg von der Toilette. Ich meine, besoffen pissen, weißt du ja selber, ne? Im Real Life. Okay, da steht, du musst jetzt ins Bett, ohne Geräusche zu machen. Okay, dann spülen ist Luxus. Das machen wir schon gar nicht. Oh ja, auch nicht bei mir, auch wenn ich gekackt habe. Entschuldigung. Dann, ja, dann gehen wir mal enter the bedroom. Alles klar. Es wird schon hell. Alles ja, klar. Ist die. Au! Oh! Ohne Pfanne vom Kopf. Alter! Okay, wir waren nicht leise. Wir haben eine draufgekriegt mit der Pfanne. Ja. Und das war's. Ey, du hast auf Ende geklickt. Ja, muss ich, weil Try Again geht irgendwie nicht. Ja, okay. Okay, und ja. Lass mich raten, wir müssen alles nochmal von vorne machen. Oh ja, wir müssen nochmal alles von vorne, wir freuen uns. Ja, wir haben jetzt voll eine von Latz gekriegt, das ist natürlich doof. Ja, es lädt. Ja, sing macht doch ja mal nichts. So lang was, Bosi. Also. Ja, ist schon wieder da. Okay, dann fangen wir gleich wieder an. Wir wissen ja, wie alles geht. Diesmal ein bisschen alles schneller. Packen die Gumme aus, schießen das Licht aus. Bam. Ja, der tut hier wieder. Ein Pro. Das war richtig Pro, oder? Jetzt laufe ich mal auf dem Weg. Nein, das hört sie. Nein, oder? Also was hat die hier... Fledermausohren oder was? Die liegt da oben in ihrem Bett und pennt. Aber ich denke, ich habe verloren, weil vorher der Alarm losgegangen ist und ich trotzdem weitergespielt habe. Oder weil der Hund gebellt hat. Keine Ahnung. Also was war's nochmal? 14? War da nochmal 1490 oder was, ne? Ja, genau. 1490E. Zack. Dann hören wir unsere Ding wieder ab. Alles klar. Ja, das hat echt jetzt gepasst. Verdammt. Verdammt, das war jetzt Twitter und Facebook und so weiter und so fort. So, jetzt machen wir natürlich... Vielleicht dürfen wir die nicht zusnipern. Wenn wir die ausmachen, dann vielleicht hört sie das, so wie du gesagt hast. Naja. Lass doch das Licht an, die guckt doch eh nicht in dem Raum hier, oder? Na, wer weiß. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder... Scheiße. Jetzt hat sie uns bestimmt schon wieder gehört. Ah, probieren wir es, komm. Cutten natürlich das wieder, gehen wieder rein in the bed
Room, nein, ins Bad. Das ist doch Bedroom, oder? Nee. Bathroom. Ja. Bethany, also, boah, ja. Bethany. Also, ich versuche hier gerade mal wieder in das Klo zu zielen. Warte mal, kann es sein, dass du Dragon Age 2 zockst, wegen Bethany? Ja. Letztes Mal. Oh, guck mal, jetzt ist mein Stealth voll, sehe ich hier gerade. Wer der? Ja, du. Der ja, war nämlich vorher nicht voll, ja? Ey. Ja. Mein Stealth ist voll. Was heißt das denn als Splinter Cell Spieler, wenn das ganz rechts ist? Dass ich unsichtbar bin. Nein, dass ich sichtbar bin. Ist wie aber ein Weihnachtsbaum. Es ist aber wirklich gerade extrem voll gelaufen, als ich gepinkelt habe hier. Na gut, also ich gehe zurück ins Bett hier. Jetzt hoffe ich mal, dass wir nicht erwischt werden. Alles klar. Und ja, das ist ein Brand von Kopf. Und wir haben schon wieder eine Brandfalle vom Kopf. Das ja. Ist ja. Schieß doch mal scheiße. Nicht die Lichter aus, geht das? Ja, dann probieren wir es. Try again. Siehst du, try again geht nicht. Man kann nur auf Ende. Dann. Und das ist so kacke irgendwie. Weißt du, warum das so ist? Weil man sich die Werbung für Pandora Tomorrow angucken muss. Ich will sie aber nicht sehen und deswegen machen wir nochmal Neuladen. Ja, ach ja, ich bin doch nicht so ein guter Surfer, wie ich dachte, ne? Zumindest bei dem Spiel hier. Mein Gott, Alter. Aber wie sagt man immer so schön, alle guten Dinge sind drei. Richtig, das. Richtig. Also bei der dritten Lampe bellt immer der Hund. Nein, wenn ich... Nein? Ich habe aus Versehen immer so in die Luft geschossen, wenn alle Lampen aus sind. Ach so. Ja, diesmal auf grünes Gras. Oh, Sam. Sam hat wieder gerülpst. Ja, in deinen Let's Plays. Ja gut, das trifft eigentlich jetzt eher zu, weil er ja hier... Aber weißt du was, ich glaube, er ist gar nicht hier bei seiner Freundin, weil ich glaube, der ist hier bestimmt bei der Nachbarin oder so. Warum hat er denn den Schlüssel nicht dabei, weißt du? Warst du schon mal richtig saufen? Danach komme ich meistens nackt nach Hause. Ja, das sind hier wieder Informationen, wo sie die hier nicht so reingehören, aber gut, wenn du meinst. Ach so, ja. Gut, diesmal nicht. Jetzt in die schieß Luft. Nicht daneben, Kollege. Ja, diesmal schieß ich nicht daneben. Und so, das war's. Jawolski! Jetzt waren wir nicht laut. Diesmal schaffen wir es. Ab den Draht. Cut den Draht. Ab in den in das Badezimmer. In den Badezimmer. Deutsche schwere Sprache. Deutsch ist das schwere Sprache. Ich bin ja auch besoffen, ne? Kuss, es trifft nicht mal die Toilette. Okay, okay. Jetzt aber. Oh. Noch ein bisschen. Ist doch klar, dass guck die aufwacht, Mann. Aber guck mal, das läuft voll. Siehst du? Siehst du, das ist jetzt nicht mehr ganz. Jetzt, weil ich nicht richtig getroffen habe. Kann man nicht jetzt nochmal pinkeln? Ich wette mit dir, jetzt kriegen wir wieder eins auf den Latz. So, zack. Ja, wenn wir jetzt nochmal einen auf den Latz kriegen, müssen wir ein anderes Spiel. Oh, jetzt. Ja. Yay, wir müssen. Weg zu 23 Uhr. 23 Uhr schnell. Alles minus. Schnell. 23. Okay, 0. Ja, Minuten 0. 0, bevor sie wieder was merkt. Die blöde Bitch. Alles klar, Mission ja! Complete. Hey, wir haben es geschafft und ab ins Bett und into the bed. Zack, Bratpfanne. Into the bed und oh, Tiger. Oh yeah. Ah, guck dir mal, lese es dir doch durch. Oh, ich wusste nicht, dass Third Echolon so große Schalldämpfer macht. Okay, oh, das ist echt gut gewesen. Ja, cool. Das war mein Special. Klein, aber fein. Ja, wie, schon zu Ende? Machen wir nichts mehr? Naja, was soll man noch machen? Ich meine 4000, Mann. Ja, Also, ich bin dafür, wir beenden jetzt mal kurz die Aufnahme und dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir was gefunden haben. Und wenn nicht, dann nicht. Dann schneiden wir das nämlich hier raus. Okay, alles klar. So, wir haben jetzt noch ein Spiel gefunden. Dem Glück sei Dank, es gibt noch ein Flash-Spiel und zwar von Conviction und das ist sogar in Deutsch. Also brauche ich dich nicht mehr, Bosi. Tschüss. Nein, Spaß. Ja. Gut. Hier müssen wir den verschwundenen Sam Fisher finden. Wir haben hier Hinweise, so sieht der Sam Fisher aus. Auf dieser riesigen Karte müssen wir ihn suchen.
Also mal gucken, ob wir wenigstens einen finden. Ich habe das schon mal gespielt, aber ich habe nicht einen einzigen gefunden. Also da gibt es jetzt 7 Stück oder was? Da gibt es 7 Stück, ja. Du kannst auch die Waffen, also die Waffen finden, dann hier irgendwie so eine gefesselte Wache, dann ein getarnter Soldat, ein russischer Spion, ein SWAT-Team-Verfolger verfolgt einen Verdächtigen und angeschwemmte Wache. Die suchen wir als erstes. Die wird am Meer sein, würde ich sagen. Ne? Ja, nee, ehrlich? Ja, aber das Meer ist groß. Ne? Also, das bleibt jetzt auch nicht so schlecht, das Bild. Also, das Bild, das zoomt dann auch näher ran. Also, umso näher man ranzoomt, umso schärfer wird es dann. Aber da ist er. Wo? Nein, Mann, Scherz. Ja, guck richtig, bitte. Ja, ich tu doch schon gucken. Guck mal, wie nah wir ranzoomen können. Guck mal, liegt er da? Da ist er, der sprintende Sam. Ja, bist du sicher? Nein. Ich glaube, einmal, also auf einer anderen Karte habe ich einen gefunden und der wird dann so gescannt und dann steht auch dran, du hast ihn gefunden. Oh. Oh! Oh! Wir haben welche gefunden. Und das direkt mal bei Twitter posten. Nein. Suche fortsetzen. Das waren hier Militär Patrol. Hä, was? Aber Hinweise, da sind die gar nicht, die Militär-Fuzzis hier. Ach so, da geht's noch weiter runter. Wow! What the fuck? Ja, das ist ja ganz... Die auch noch, Alter. Ja, ich würde sagen, so 2, 3 suchen wir. Und oder willst du die ganze Karte absuchen? Aber da sind wir ja. Ich will sie jetzt so lange suchen, bis wir alles haben. Echt jetzt? Echt. Was macht denn der? Pinkelt der ins Wasser oder was? Mach ihn weg, er ist... Nein, warte, er wird noch. Oder auch nicht. Ich dachte, es wird alles so ein bisschen schärfer, wenn man ranzoomt. Normalerweise schon. Also hier ist die Patrouille, die wir jetzt gefunden haben. Such mal weiter. Da ist das Zeichen. Zoom ran. Wo? Oh, da. Das. Ja. Nein, doch nicht. Nein, Scheiße. Nein, das sieht doch aus fast. Das Third Echelon-Zeichen, oder? Vielleicht hier an der Flagge? Nein. Ja, dann gehen wir mal nach hübschen Bikinis Ausschau halten. Ich meine, America, ne? America? Ja, America. Amerika natürlich. Oh, guck mal da. Da ist Sam Fischer als She-Male verkleidet. Da steht er, siehst du, als Spanner. Der spannt den Weibern hinterher. Nein. Was ist das? Was ist das? Ja. Oh mein Gott, Sam Fischer als Sonnenschirm. Er tarnt sich als Sonnenschirm. Vielleicht ist er aber hier. Da sitzt er. Er ist fett geworden. Er sitzt irgendwie, was ist das, eine Kühltasche? Ja, das ist eine Kühltasche, ne? Mhm. Oh, ey, ist die nackt? Wer? Die? Oh mein Gott, die rechte, ja. Ich kann das... Leider wird es nicht schärfer. Aber die ist tätowiert, ne? Ich kann es nicht erkennen, tut mir leid. Heiß. Ich stelle mir einfach vor, sie ist tätowiert. Ganz so. Körper tätowiert. Ich finde halt, diese Karte ist so riesig, wie soll ich denn da was finden? Was steht denn da? Monkeys Teriyaki! Und Coca-Cola! Coca-Cola. Hier steht No Parking und hier ist alles voll, ne? Das ist wieder Ironie. Das ist richtig geil. Ey, guck mal, da ist ein Mercedes. Mercedes Auto. Fährt bestimmt ein Bösewicht. Ja. Das sind Bilder, haben sie bestimmt von Google geklaut. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Was? Ja, haben sie. Ja, Mensch. Ach was, das haben sie selber gemacht. Da ist er! Da! Nein! Nein, es ist eine Prostituierte, verdammt. Telefonierende Prostituierte. Mit hässlichen Schuhen. So, weiter geht's. Wir sind hier auf dem Sportplatz. Hat sich Sam vielleicht auf dem Sportplatz niedergelassen? Man weiß es nicht. Ey, guck mal, ich bin vielleicht Rentner, ist das, ich habe keine Hobbys, ich muss... Geh mal runter, ein bisschen weiter runter. Ja? Vielleicht ist es auch das 12-jährige Mädchen, welches man unter dem Rock gucken kann. Ja, du hast recht. Kuckuck. Ja. Oh mein Gott. Oh, guck mal. Oh Gott, das ist geil, das Bild. Ey, ich bin eine Tünte hier. Das ist Sam Fischer, Mann. Tunti Fischer. Tunti Fischer. Da liegt er. Da ist er besoffen. Ja, das gerade das eine Spiel, ne? Besoffen liegt er da.
Hier ist irgendwie Ghetto, ich weiß auch nicht. Ah, es ist sackschwer, Mann, hier. Was machen die denn da? Die denn da? Alter, macht der Sport oder was? Weiß nicht. Ist ja schon lustig, was man hier so auf diesem Bild hier findet. Wo ist denn die angeschwemmte Leiche? Oh. Oh. Bück dich, du Stück. Oh, dicke, eingeölte Männer. Oh, guck mal, da links. Oh, 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 was macht der, Alter? Guck mal, was der macht. Was macht der? Der hebt sich. Alter. Alter, und dahinter ist das Kind, Mann. Das geht ja mal gar nicht, Alter. Oh, guck mal, die braunhaarige. Krasse Action, also. Echt, was man hier auf dem Bild findet und dann auch noch so HD hier so dargestellt. HD. HD. Ja, Zocki schmeißt wieder mit neuen Wörtern um sich, ich weiß. Das hier ist irgendwie. Aber wo ist denn hier eine angeschwemmte Leiche? Also es muss doch hier irgendwo sein. Ach, das ist doch scheiße. Ah, was ist Such mal lieber das? nach Graffiti, da muss nämlich irgendwo auf dem Gebäude sein. Auf dem Gebäude, ja, aber hier ist so, da waren wir gerade, hier ist der Sportplatz, so, guck mal, hier ist noch alles. Oh, Oh, oh. hier die. Was? Oh, du bist viel zu schnell. Zoom mal ran hier. Wo, was? Zoom mal ran, zoom mal ran. Ja, hier irgendwo. Hier, die hier, ne? Die ist doch sexy. Linke, das ist auch so ein. Naja. Das ist, glaube ich, ein Typ. Naja. Nee. Fette Menschen in Amerika angucken. Spielt das Splinter Cell Conviction Flash-Spiel, ey. Das ist echt geil. Ja, hier endet das Bild. Boah, wir sind echt schlecht. Mal ganz ehrlich, gehen wir nochmal die Hinweise durch. Also, wir können Sam Fisher irgendwo rumstehend finden, wahrscheinlich in irgendeiner Menschenmenge. Dann angeschwemmte Leiche. Wache. Ja, daneben Wache. Boah. Ja, boah, ist das Gleiche. Die Wache wird ganz sicher nicht mehr am Leben sein. Dann der russische Spion. Oh, nö. Nö, 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 du. Sag mal irgendwo, wo so. Also, so ist das ganze Bild. So sieht das ganze Unten Bild. links bei den Autos. Meinst du, wo? Nee, unten rechts, Entschuldigung, ich habe gerade eine leichte links-rechts. Was Da meinst ist, da muss was sein, du? irgendwo. Henna-Tattoos! Ja, auf Henna-Tattoos, yeah. jeden. Und ja. Ja, es ist so. Guck mal, geh nochmal nach links, nach Ist links, nach das links. vielleicht? Das Oh. ist doch vielleicht unsere Tätowierung. Unser Graffiti, unsere Tätowierung. Du bringst mich schon ganz durcheinander hier. Eiweiß. Henna-Tattoos. Eiweiß, wie Eiweiß. Don't not a drink. Don't not a Oh mein drink. Gott. Lass das lieber mit dem Englischen, glaub mir das. Ja, ich weiß. Egal. Da ist er. Wo? Nicht. Da. In der blauen Tonne. Da hat er sich Ja. versteckt. Kuckuck. Oh, das ist echt. Oh, so Eis. furchtbar schwer. Ist er das? Nein. Alter, Sam Fischer war noch niemals schwarz. Egal, vielleicht. Oh, was ist das? Aha, der Ah. Running Sam Yay, Fischer. wir haben ihn gefunden! Ja, wuh! Die SWAT-Einheit. Die SWAT-Einheit, wo einen Verdächtigen verfolgt. Yeah. Aber der sticht ja irgendwie So, jetzt hier voll was? raus, oder? Find ich jetzt. Oh, das ist ja auch alles reingeschnitten, ne? Naja. Sie hätten auch einen echten SWAT-Man nehmen sollen. Hier, guck mal den an. Hey, man! Alter, Der ist doch so cool. ein. Coolio. Boah. Geht gar nicht. Nee. Oh, was ist das? Guck mal, die will sich hier gerade den. Den Nippel-Penner tätowieren lassen. Nein, aber die ist mit ihren Armen hier an ihren. Ja, Bikini, Ja. ne? Ja, BH-Teil. Träger, Bikini-Träger. Gott. Ich soll's saufen lassen. Hey, ist echt schlimm. Ja. Ich kann nicht lesen, was auf ihrem T-Shirt steht. Schade. Sorry, meine Herren, meh. So in etwa. So, wo ist jetzt? Da, warte, da, der Schwarze. In dem Was? schwarzen T-Shirt, oder? Nee, doch Wo? nicht. Was? Der oder Ja, was? genau in der Mitte. Nee, ich vergiss es, vergiss es. Der? Nein, das ist nicht. Alter. Ah, ich habe die gefesselten Leichen gefunden. Ha! Ich meine, die Ja, gefesselten Wachen. mein Gott, nee.
Ich meinte natürlich die gefesselten Wachen. Ja, ich habe sie gefunden. Yay! Wir haben jetzt 25 Minuten aufgenommen. Jetzt würde ich sagen, wir suchen noch 5 Minuten und dann ist gut. Jetzt haben wir 3. Ich würde sagen, wir suchen noch, bis wir 5 haben. Also 2 noch. Oh, weißt du, wie lange das, guck mal, wie lange wir rumgemacht haben, bis wir die jetzt alle gefunden haben. Wir haben uns nur ausgelassen über das ganze Bild. Aber ja, und guck mal, hier oben, ne? Hier oben sind noch mehr Bilder, also mit noch mehr versteckten Anhaltspunkten und so weiter und so fort. Hier ist eine Pipe, ne? Ja. Ist hier vielleicht ein Fischer? Das nennt man eigentlich Pool, soweit ich weiß. Wir können ja mal Mina fragen. Na, ach, der so, ist Pool. Ja, so ein Skater. Ja, Mina, der ist. Aber ich meine, es ist ein Pool. Ja, ich bin kein Skater. Ich sag ne Pipe und fertig. Aber ich sehe keinen Fischer mehr und eine angeschwemmte Wache auch nicht. Ha, diesmal habe ich es richtig gesagt. Diesmal kannst du nichts sagen. Ist er vielleicht das? Nein. Oh! Oh, Load Image. Verdammt. Ah, jetzt. Huch. Ist er das? Das sieht sehr komisch aus. Naja, wie gesagt, das ist jetzt langweilig, weil wir schon das Hälfte von dem Bild gesehen haben. Ich wollte jetzt erst was machen, aber ich habe dir versprochen, es nicht zu machen. Na, mach ich selber. Ey! Ey! Hier beim Flugzeug fliegen. Oh! Jawohl! Nein. Na, wie? Es ist E.T., der im Wasser steht. Keine Ahnung, er versteckt sich hinter einem Baum. Das kann alles sein. Aber, ja. Mann. Apropos E.T., hast du schon die vierte Art gesehen, den Film? Ja, sehr gut. Alter. Sehr erschreckend, weil es auf eine wahre Begebenheit beruhen soll, ne? Ja, Mann. Ja, ich fand die Originalaufnahmen auch sehr... Nein, das ist er nicht. Der versteckt sich auch nur hinterm Baum. Mal, wer weiß, was der tut, ne? Hier so hinterm Baum, ja. Ja, genau solche Sachen. Oh, guck mal, vielleicht kriegen wir jetzt noch... Unser Graffiti. Wie sieht denn unser Graffiti aus? Ja, weil es aussieht wie Third Echelon. Wo? Sieht es aus wie Third Echelon? Warte mal, Hinweis, wo ist Graffiti? Nein, natürlich nicht. Graffiti. Ganz unten war das. Ganz unten war Graffiti. Ja, Graffiti. Ah. Aber geh mal einen runter, das ist schon mehr so. Ja, das ist Graffiti und das ist so das Third Echelon-Zeichen. Okay. Aber mal gucken, ob wir hier vielleicht... Entweder versteckt sich's ja hier irgendwo und es ruckelt wieder. So ganz flüssig läuft das Spiel auch nicht. Ja, ich meine, die Grafik ist auch super, muss man dazu sagen. Mega. Vielleicht hier. Was hast du gerade gesagt? Mega. Achso, ich habe was anderes verstanden. Was dann? Ja, nix. Nix. Liegt er vielleicht da unten? Nee, also, Buzzi, ich sag jetzt einfach mal so, wenn die Leute... Da ist er! Wo? Ja, wir hören auf, sagst du? Der Pixel, hier, der Pixel da, ist es. Doch, Pixel. In einer halben Stunde haben wir jetzt die Zuschauer mit meinem Special gelangweilt. Mit ja. Flash-Spielen und dummem Gelaber. Nicht nur die Zuschauer. Auch dich, oder was? Nein, Quatsch. Ja, hier, load the image. Okay, jetzt mal gucken. Vielleicht finde ich hier noch einen. Noch ganz schnell. Jetzt gucken wir mal. Da ist wieder was für dich, Bosi. Guck. Ein nackter Mann. Oh. Oh. Ist ein Schmelzer André. Naja, egal. Das sieht keiner. Das siehst nur du. Ja, ich weiß. Man sieht auch übrigens nicht oben, nein! Dazu. Nein, das muss ich rausschneiden, verdammt nochmal. Nö, ach so. Alter, wer ist das, Mann? Und warum hat der. Oh mein Gott! Es ist ein Arbeitskollege von mir. Ja. Okay, In dem Sinne sage ich jetzt tschüss. Schneid's nicht raus. Doch. Wenn du das rausschneidest, musst du mich komplett rausschneiden, okay? Dann wird das Video nur eine Minute lang. Alles klar. Naja, in dem Sinne sagen Bosi und ich tschüss und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem, ja, Special, mindermäßigen Special. Vielleicht wird's 5000er Special besser. Ich habe gehört, du zeigst dich da? Nein, erst bei 10.000. Ich zeig mich erst bei 100.000. Nee, bei 100.000.
Nee, bei 10.000 habe ich jetzt versprochen. Sogar okay, mit Live-Kamera und dann zeige ich mir. Du bist doch ein hübscher Kerl. Hallo? Nein, Mann. Ich habe einen Buckel und eine krumme Nase und ja, Pickle-Face und so. Geht gar nicht. Pickle-Face. Alles klar, Leute. Wir Alles sehen klar. uns im nächsten Let's Play. Ja, sagt tschüss. Tschüss. Ciao.